Sie sind dem brutalen Krieg in der Ukraine entflohen. Jeden Tag kommen über 30.000 Frauen und Kinder auf dem Bahnhof der kleinen polnischen Grenzstadt Przemyśl an. Erschöpft, traumatisiert. Wir wollten nicht fliehen, wir wollten unsere Heimat nicht verlassen. Wir sind nur gegangen, um unser Leben zu retten. Anatoli, der eigentlich anders heißt, aber will in diesen Krieg, gerade weil er ihn brutal und ungerecht findet. Wir treffen den Finnen auf dem Bahnsteig. Voll bepackt mit Ausrüstung wartet er auf seinen Zug in Richtung Front. Für mich als Mensch war es das einzig Richtige, Teil der Solidaritätsbewegung zu werden. Ich bin sicher, dass ich einen Beitrag leisten kann, wenn ich dorthin gehe. Er sei kein Hasardeur oder Kriegstourist, das betont er immer wieder. Eigentlich studiert Anatoli Grafikdesign. Vorher aber war er 5 Jahre Ausbilder in der finnischen Armee. Dieses Wissen, sagt er uns, will er jetzt weitergeben an die Männer des ukrainischen Heimatschutzes. Die Ukrainer haben genug Leute. Was sie meiner Meinung nach brauchen, sind Ausbilder, Teamleiter, die Leute schnell trainieren. Insbesondere an den westlichen Waffensystemen und wie man sie effektiv einsetzt. In der Bahnhofshalle der kleinen polnischen Grenzstadt sprechen wir auch mit anderen Kämpfern. Die meisten wollen nicht gefilmt werden. Sie kommen aus der ganzen Welt, aus unterschiedlichsten Gründen. Es sind Abenteurer, Idealisten, Söldner und ehemalige Militärs. Wir treffen auch Ajek. Im Sudan, erzählt er uns, sei er Kindersoldat gewesen. Inzwischen lebe er in Australien. In der Ukraine, sagt er, wolle er westliche Werte verteidigen. Ich habe die Nachrichten geschaut und da hat der ukrainische Präsident Ausländer gebeten, zu kommen und im Kampf zu helfen. Da habe ich mir gesagt, ich war ein Kindersoldat, ich habe Krieg erlebt, ich war Flüchtling. Deshalb will ich einfach helfen. In dem Chaos des Bahnhofs fallen die ausländischen Kämpfer kaum auf. Sie bleiben unbemerkt von Frauen und Kindern, die vor Putins Bomben geflohen sind und voller Sorge an ihre Männer denken, die Ukraine nicht verlassen dürfen, weil sie kämpfen müssen. Alle unsere Truppen stellen sich Putin entgegen. Er ist ein Krimineller. Er ist das Problem. Seine Armee hat mit Panzern das Haus meiner Großmutter beschossen. Wir haben Gott angefleht, dass wir da sicher rauskommen. Mein Kind hat die ganze Zeit geweint, weil Menschen gestorben sind. Wisst ihr, ich will einfach nur, dass dieser Krieg endet. Ich will Frieden. Bitte gebt uns Frieden. Dass keine Bomben mehr fallen. Hört auf, Kinder zu bombardieren. Das sagt uns auch Nikola, dessen Gesicht wir nicht zeigen dürfen. Der Finanzberater aus Frankreich wollte eigentlich in den Urlaub nach Mexiko. Stattdessen ist er jetzt hier, um zu kämpfen, weil er es einfach nicht ertragen konnte, wie Russland Zivilisten bombardierte und wie zögerlich Europa darauf reagierte. Ich habe im Fernsehen Kinder sterben sehen und wir haben nichts getan. Deshalb musste ich einfach kommen. Haben Sie denn Kampferfahrung? Nein, ich habe überhaupt keine Kampferfahrung. Ich habe nur eine Pilotenlizenz. Das könnte da drüben hilfreich sein. Wenn nicht, werden wir 2 Wochen lang trainieren und dann an der Seite der Ukrainer kämpfen. Ich würde sagen, dass es der falsche Platz ist, um zu lernen, ein Soldat zu sein für unerfahrene Ausländer. Aber letztendlich muss jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. In der Schlange vor der Ausweiskontrolle kommt Nikola ins Gespräch mit Dennis aus Kiew. Zusammen schauen sie neues Videomaterial der Kämpfe an. Kurz vor Kiew geraten russische Panzer in einen Hinterhalt der Ukrainer. Tote, Verletzte, Zerstörung. Ich bin froh, dass Ausländer kommen, um uns zu helfen. Das zaubert ein Lächeln auf unsere Gesichter. Es macht uns stärker in unserem Kampf gegen die Aggressoren. Für die ausländischen Freiwilligen geht die Reise jetzt erst einmal zur Registrierung ins ukrainische Lviv. Vom Gleis gegenüber reisen die Geflüchteten in die gegengesetzte Richtung. Und beide Gruppen haben nur eins gemeinsam. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Nicht, was sie in den nächsten Tagen erwartet.